herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal wieder aus dem Büro und das bedeutet, ich stelle euch mal wieder ein E-Bike vor. Ja, diesmal ist es ein komplett anderes E-Bike, das mir allerdings völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Ja, ich habe schon länger darauf gewartet. Ich bin davon ausgegangen, dass der Hersteller sich das anders überlegt hat. Aber dann haben sich die Ereignisse überschlagen und deswegen durfte ich euch im letzten Video das Fatbike vorstellen. Aber jetzt kam das Fido X doch an und ich bin sehr gespannt auf die Kernfeatures. Also ich finde das Design klasse und ja, es ist ein Klapp-E-Bike oder Falt-E-Bike. Ja, jetzt heißt das nicht lange schnacken, jetzt geht's ans Auspacken. Für die äußerst schwierige Aufgabe, das Fido zusammenzubauen, kommt mein Sohn zu Hilfe. Allerdings nicht über die Treppe, sondern mit dem Aufzug in den ersten Stock. Dann packe ich mal aus. Ja, hier haben wir Zubehör. Oh, das Ladegerät. Das ist aber super klein. Boah. Das ist ja mini. Adapter für das Ausland. Weißt du, was das für ein Land ist? Ja, England, glaube ich. England. Paddles. Die sind aber zum Klappen, was ich auch ganz cool finde. Ah. Innenbusschlüssel. Anleitung. Leider nur auf Englisch. Und jetzt kommt das Kernteil. Die Sattelstütze mit dem Akku. Ist lang, aber kleiner als ich dachte. Jo. Schon Prügel, ne? Hat etwas mehr als 400 Amperestunden. Ich gucke erst mal, ob der aufgeladen ist. So, wir haben das mal angeschlossen und es leuchtet grün, zumindest wenn der Stecker nicht drin ist. So, weiter geht's. Ah, ist das eine krasse Farbe. Ah, ich finde das richtig, das hat, das Design gefällt mir. Och, ist das klein. Och, ist das süß. Ja, cool. Und man kann es hier, ich habe es noch nie aus, ich habe es für mich neu, ne? Ja, ich krieg's erstmal nicht hin, da ist wahrscheinlich irgendwo eine Arretierung. Oder ein Knopf. Keine Ahnung. Ja, jetzt heißt es erstmal die Kabelbinder lösen. Schaumstoff weg. Ja. Ein Ständer hat er schon mal. Ja, hier ist noch ein Karton drin. Mit Zubehör. Ach, Schutzblech. Also wir müssen Schutzbleche montieren, die Pedale und den Lenker. Ich glaube, das wäre es dann auch. Und natürlich die Sattelstütze. Kabelbinder abmachen. So. Ja, hier haben wir Magneten. Das wird dann beim Zusammenklappen zusammengehalten. So, jetzt heißt das den Lenker hochklappen. Und es arretiert hier schon automatisch. Nee, tut's nicht. Hä? Ach so, man muss ihn einmal lösen und wieder hoch. Und dann einmal den Lenker ausrichten mit dem Schnellspanner. Ja, cool. Das war auch schon der Lenker. So. Cool, der kommt da unten raus. Ja, und dann nach unten drücken, nehme ich mal an. Gutes Gefühl hier, macht einen soliden Eindruck. Jetzt nur noch die Pedale montieren, links und rechts beachten. Das linke hat Linksgewinde und das rechte hat Rechtsgewinde.
So, jetzt schalten wir das Rad mal ein. Dazu muss man hier oben mal den Einschaltknopf aktivieren, den Code eingeben. Das ist jetzt hier der Standardcode. Und dann den Einschaltknopf einmal drücken. Und dann aktiviert sich das Bike. Ja. Macht schon mal einen sehr guten Eindruck. So, zusammenpacken haben wir gerade geübt. Geht auch ganz einfach. Sattelstütze rein, den Lenker hier umklappen. So, hier kann man die Pedale noch einklappen. Dann gibt es hier einen kleinen Entriegelungsknopf. Und zack, ach, den Ständer noch. Ist das Ding? Ja, zusammengebaut. Ja, wenn die Sattelstütze ein bisschen rauszieht, kann man es beim Filmen vor sich herschieben. Ja, und zusammenklappen, das geht ja auch ganz einfach. Hier ist ein Magnet. Hier ist mal ein bisschen schwer, aber es geht. So. Zack, fertig. Cool. Ja, jetzt pumpen wir die Reifen noch mal auf. Oh, das ist ja hier eine super Tankstelle. So, du bist ja schon mitgefahren, jetzt will ich das auch mal testen. Das ist ja echt super handlich, aber mir gefällt's. Ah. Ach Gott, hier. Hey, das zieht ja schon ab, echt cool. Also ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich ein bisschen unsicher noch durch die kleinen Reifen. Ich weiß nicht, wann ich mal so ein E-Bike gefahren oder überhaupt ein Rad gefahren bin mit 20 Zoll Reifen. Das ist nur am Anfang. Ja. Ja, du bist ja dann auch flotter geworden. Ja, das stimmt. Man gewöhnt sich schnell dran. Oh, es macht echt Spaß. Es fühlt sich richtig solide an. Auch die Bremsen. Perfekt. Klasse. Ja, dann fahren wir noch mal eine Runde. No, jetzt fahre ich mal damit. Ja. Genau. Ich fahre schon mal vor. Ja, jetzt bin ich gerade mal 500 Meter gefahren. Aber was ich echt feststellen muss, dieser Drehmomentsensor, der da unten im Tretlager verbaut ist, der ist Gold wert. Also, der ist echt gut. Ja, man hat wirklich das Gefühl, er weiß, was man will. Und beschleunigt ganz sanft oder je nachdem, ob ich mehr will. Oh, mit einer Hand geht das auch noch. Ja, ja, ist cool. Den Motor hört man kaum. Und an das Handling gewöhnt man sich auch tatsächlich. So, jetzt fahren wir mal aus dem Stadtpark raus in die City Nord. Und hier gibt es jetzt eine Brücke. Und ich schau mal, könnt ihr mich überhaupt sehen, ob ich jetzt die Steigung hochkomme. Ich fahre im ersten Gang, Unterstützungsstufe 3. Ja, der 40 Newtonmeter Motor zieht. Ja, aber ich muss schon ein bisschen reintreten jetzt. Aber smooth. Ja, hier kann man locker hochfahren. Altes Einkaufszentrum.
sogar echt Feingefühl beim Treten. Ich wundere mich, wer hier dann überhaupt essen geht. Ja. Da kommt doch niemand. Schon charming hier. Hey, es macht irgendwie Laune, das Rad. Es ist einfach so leicht und kleines. Ja, hat man das Gefühl, es ist wendig und es zieht ganz geschmeidig an. Also jetzt nicht kraftlos, sondern ja, dosiert. Also man hat wirklich einen Einfluss, was da passieren soll. Und das ist nahezu lautlos. Man hört nur so ein ganz kleines Summen, ne? So, dann machen wir noch mal ein kurzes Fazit oder stellen das Rad überhaupt noch mal vor und gehen noch mal einmal rundherum. Wir sind jetzt wie viele Kilometer gefahren? 9 Kilometer. Ja, und ich kann sagen, macht einen sehr soliden Eindruck für den Preis. Es kostet aktuell 1.799 Euro. Es gibt aktuell auch einen Rabatt von 200 Euro. Also mit 1.599 ist man dabei. Schutzblech habe ich jetzt noch nicht montiert. Kurz noch zum Rahmen. Allein der wiegt nur 3 Kilo, ist ein Magnesiumrahmen. Ich nehme an, das wird ein Aluminium-Magnesium-Legierung sein. Ja, ansonsten die Bremsen sind hydraulisch, die ziehen wirklich sehr gut weg. Also, ne, Luca, da hast du auch einen guten Eindruck. Ja, die greifen sehr gut. Und die Schaltung ist jetzt noch nicht komplett gut eingestellt. Also 7. Gang knatscht etwas. Also da müssen wir wahrscheinlich den Anschlag noch mal genauer einstellen. Ansonsten haben wir hier Licht. Wo geht das an? Er ist ursprünglich eine Crowdfunding-Geschichte gewesen. Ich glaube 2019 oder 2020, wo eine Menge Geld zusammengekommen ist, weil die Leute wirklich begeistert von dem Konzept waren. Und inzwischen ist das eine überarbeitete Version mit einem verstärkten Rahmen. Ja, und auch der Klappmechanismus ist wirklich gut durchdacht. Der Motor zieht gut, mit 40 Newtonmetern ist das in Ordnung. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit den CX-Motoren von Bosch. Aber es reicht völlig aus für die Größe. Wir haben 130 Kilo Systemgewicht. Das Rad wiegt 20 Kilo, also 110 Kilo kann man da noch mit sich selber draufpacken. Ja, Display habe ich mich noch nicht groß mit beschäftigt, aber es ist sehr übersichtlich und einfach gehalten und auch gut designt, finde ich. Ja, und auch hier kann man sein Handy über einen USB-Anschluss laden. Das finde ich natürlich auch sinnvoll. Ich verstehe das nicht, warum das nicht alle Hersteller so machen. Ja, und ganz raffiniert ist natürlich hier diese Lockfunktion über das Zahlenschloss. Da wird der Akku halt in seine Halterung gesperrt, also er lässt sich noch Höhen verstellen. Aber in dem Moment, wo ich hier öffne, geht das System auch aus. Aber ich kann den Akku nicht rausziehen. Und über den Code kann ich den Akku dann entnehmen. Entsprechend ist das Bike dann gesichert. Ja, ansonsten bin ich begeistert. Ich freue mich jetzt auf Touren. Vielleicht können wir dann mal zu dritt auch eine E-Bike-Tour machen. Ja, in dem Sinne fahren wir jetzt nach Hause und gehen noch mal vorher was essen. Ne? Ja. Gehen wir noch zum Chemiker. Oder doch lieber Gaumenschmaus hier, Brathähnchen. Was meinst du? Da kann ja mal gucken, wie der aussieht. Es wurde dann doch das Kinderparadies beim Chemiker. Für 1000 gibt's da einen Big Mac. Ja, 3 Wochen später und etwa 250 Kilometer bin ich jetzt damit gefahren. Genau kann ich es nicht sagen, da der Tageskilometerzähler meistens läuft. Und wenn der Gesamtkilometerzähler nicht angezeigt wird, dann zählt er irgendwie nicht mit. Etwas merkwürdig. Jedenfalls habe ich die Schaltung inzwischen eingestellt. Das sind ja 3 Schrauben, die man ein bisschen rumdrehen kann und es läuft super.
Ich nutze das Rad zu jeder Gelegenheit zur Zeit, solange es schön ist. Ich habe die Schutzbleche noch nicht montiert. Ich lasse es auch erstmal so. Und ich bin auch schon eine größere Tour mitgefahren, etwa 50 Kilometer. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwo drückt am Lenker oder in den Handgelenken. Das fährt sich sehr gut. Man muss nur wissen, dass der Lenker sich nicht Höhen verstellen lässt. Also je größer man ist, desto weiter nach vorne geneigt sitzt man auf dem Rad. Ich muss mich noch mal korrigieren. Ich hatte erzählt, dass es insgesamt 130 Kilo Gesamtgewicht sind. Nein, es sind 120 Kilo. Das Rad wiegt 19,8 Kilo laut Herstellerangaben. Ich habe es heute Morgen mal auf die Personenwaage gestellt, aufs Hinterrad. Und dann waren das 19,4 Kilo. Genau, da haben wir praktisch eine Zuladung von 100 Kilo. Das ist schon ordentlich. Das vom Hersteller angegebene Faltmaß kann ich nur zum Teil nachvollziehen. Gibt ja ungefähr an 80 mal 80 mal 35. Ich hatte jetzt 47 in der Breite gemessen. Ich habe die Pedale auch eingeklappt. Kann das nicht kleiner als 47 breit zusammenfalten. Zu der Reichweite. Der Hersteller gibt ja 130 Kilometer an. Kann man sicher schaffen in der Stufe 1. Ich sehe eher realistisch zwischen 50 und 60 Kilometer, wenn ich jetzt mit vollster Unterstützungsstufe fahre. Was aber für den Einsatzzweck in der Stadt auch völlig in Ordnung ist. Das Ladegerät liefert 2 Ampere, also kommen wir auf eine Leistung von etwa 80 bis 100 Watt. Und das ist halt auch ideal, wenn man das jetzt mit einem Camper mitnimmt und das vielleicht an einer Powerstation irgendwie aufladen will. Da braucht man auch jetzt kein Schnellladegerät für so ein Fahrrad. Ja, und es gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Ich bin letztens mit Angelika auf die Critical Mass gefahren. Wir haben die Räder getauscht. Sie war total begeistert. Sie wollte das Rad schon gar nicht mehr hergeben. Hat sich das später noch mal genau angeguckt. Sie meinte, dass sie mit ihren etwas kleineren Händen eher Schwierigkeit hat, den Rahmen zu umfassen, um ihn tragen zu können. Die Klinge geht in meinen Augen überhaupt nicht. Klingt total stumpf. Und ich hatte es ja schon erwähnt, der Lenker lässt sich nicht Höhen verstellen. Finde ich jetzt für mich in Ordnung bei meiner Größe. Ich bin 1,85 groß und mein Sohn mit 1,89 fährt auch gut damit. Und Gepäckmitnahme ist natürlich ein Problem mit dem Rad. Deswegen bin ich hier mit der Umhängetasche unterwegs. Man kann das Rad natürlich auch mit einer Lenkertasche oder einem Gepäckträger nachrüsten. Ja, auch wenn der Hersteller einiges an Ersatzteilen auf der Webseite anbietet, muss man natürlich wissen, das ist ein Online-Fahrer, dass man sich online bestellt. Und das muss jeder für sich entscheiden, ob er das Risiko eingeht. Ja, das sollte man immer bei Online-Bestellungen im Auge behalten. Das betrifft nicht nur das Rad, sondern alle Räder, die man online bestellt. Und wie gut der Service von Fido funktioniert, das kann ich nicht beurteilen. Vor ein paar Tagen war ich in Lüneburg. Da haben wir den Geburtstag von Luca gefeiert. Und wir sind hinwärts mit dem Auto gefahren. Ich habe das Rad zusammengefaltet, hinten in den Golf reingeschmissen. Wunderbar. Und rückwärts sind wir dann mit dem Zug gefahren, mit dem Metronom. Da konnte ich es auch einfach unter den Tisch schieben. Und da muss man sich keine Gedanken über Fahrradmitnahme oder Ticket machen. Das ist natürlich wirklich klasse, um einfach flexibel zu sein. Ich hatte es ja schon erwähnt, die Bremsen packen richtig gut zu. Die quietschen nicht, die schleifen nicht. Die sind einfach klasse. Ja, natürlich, das Rad hat keine Federung. Es ist absolut bockhart. Aber ich finde, es macht tierisch Spaß. Dadurch ist es auch sehr direkt und ja, ganz wendig. Also man kann auch kleine Radien damit fahren. Und wenn man zwischen Autos durchfährt, macht das tierisch Spaß. Ja, und der Drehmomentsensor, der spielt hier wirklich eine große Rolle bei dem Rad. Man hat wirklich das Gefühl, man fährt Fahrrad und das Rad schiebt nicht irgendwie ungewollt einen nach vorne. Also das weiß ich wirklich zu schätzen an dem Teil. Und das macht einfach auch das Fahrgefühl oder den Spaß an dem Fahrrad aus. Ja, so viel zum Fido X. Mehr fällt mir jetzt auch nicht dazu ein. Ja, im letzten Video habe ich festgestellt, dass doch einige geschockt waren, regelrecht geschockt waren, dass ich hier gesponserte E-Bikes vorstelle. In meinen Augen gehört das einfach mit zum Konzept von YouTube. Ja, sicher habt ihr gemerkt, dass ich in den letzten Videos wöchentlich rausgehauen habe. Das hat auch richtig Arbeit gemacht, aber ich will jetzt einfach auch meine Tourenvideos endlich mal online bringen. Das heißt, die müssen erst noch geschnitten werden. Aber ich habe ja den Winter über etwas Zeit. Ja, ich freue mich schon, die Videos online zu bringen. Ja, wer selber Videos produziert, der weiß das sicher auch einzuschätzen, was für ein Aufwand das ist. Aber ich denke, die meisten von euch, die wissen das auch und wissen das auch zu schätzen. Ja, ich will es auch nicht groß jammern.
ich freue mich, euch im nächsten Video dann zu meiner Radreise 2022 einzuladen, wo es dann in Süddeutschland wieder losgeht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis denn, euer Matthias. Jetzt kommt ein Hubschrauber, ja, toll, ey. Ah, das ist echt zum Kotzen.